So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport FIFA. Und ich möchte zwei Sachen machen, wenn es geht. Einerseits möchte ich gerne die Flughafenlinie einrichten zwischen Lion City hier und der anderen Seite der Karte. Aber davor werden wir hier mal ein bisschen das Verkehrsproblem lösen. Ihr seht, wir haben hier dezent Stau überall. Vor allem hier da so. Und die erste Sache, die ich machen werde oder gerne machen möchte, das ist hier eine Metro zu bauen, die hier so eine Ringlinie fährt, hier die äußeren Sachen und eventuell, wenn wir dann ein bisschen die Straßenbahnen hier anpassen. Und dazu nehmen wir hier diese Metrostation. Wo ist sie denn? Haben sie gerade vorher noch gehabt? Ja, die hier, die Underground Station. Jeweils mit zwei Plattformen. Plattformlänge 120, das passt. Wir können jetzt gerade nur die richtigen raussuchen. Ich brauche U-Bahn-Gleise. Wie heißen die denn hier? Mock-Tracks. Ändert sich das Bild, wenn ich das mache? Ah ja, Tatsache. Gut, ich glaube, es ist vielleicht schlauer, wenn ich mal ganz kurz nachschaue, wie die heißen. Ah, U-Bahn-Gleis mit Stromschiene. Oh, cool. Passt. Nicht wundern, dass es so komisch aussieht. Das wird... Jetzt habe ich da kein Geld mehr. Die werden dann noch unsichtbar, wenn die dann unten sind. Und ich würde sagen, ich tue mal ganz kurz vorspulen. Hoffe, ich kriege dann ein bisschen Geld. Wobei andererseits, wir nehmen uns jetzt mal kurz einen Kredit. Ungefähr so. Machen das nochmal auf Pause. Hier beim Hauptbahnhof hätte ich gern die erste Station. Und gehen 1, 2, 3, 4, 5 Punkte nach unten. Und ja, ich würde sagen, machen wir das irgendwie so hier hin. Jetzt kommt der Manager hier vorbei, weil wir hier noch keinen Eingang haben. Das werden wir dann aber gleich mal lösen. Die zweite Station hätte ich gern hier oben. Machen wir auch so. Und die nächste Station hier unten. Irgendwie so. Dann hätte ich gern eine noch hier. Und hier. Ja, vielleicht kriegen wir es ein bisschen gerade hin. Perfekt. Und die nächste Station machen wir dann hier. Da wird da bald mehr kommen. Irgendwie so. Bleiben. Okay, dann wäre das hier schon mal die erste Circle Line. So, jetzt müssen wir hier noch die ganzen Eingänge bauen. Dazu gehen wir hier ins Straßenmenü. Auf Straßenkonstruktionen. Und jetzt hier diesen Eingang. Und den müssen wir jetzt schlau in der Nähe platzieren. Und dann können wir den verlinken. Ich glaube, der Abgang ist jetzt so. Ja, das ist richtig. Wenn wir das hier irgendwie mal schlau platzieren. Pop. Jetzt hat er das schon erkannt. Da machen wir jetzt noch einen zweiten. So. Oh, schade, den hat er jetzt gar nicht erkannt. Zu weit weg, so wie es aussieht. Schade. Okay, ja, dann belassen wir es bei dem einen. Sagen hier okay. Und schon ist er nicht mehr sichtbar. Der andere Bahnhof ist hier oben. Dann machen wir den Eingang hier so. Wir brauchen noch irgendwie schlaue Namen für das Ganze. Das ist jetzt schon der hier, oder? Ja. Okay, einmal linken. Sehr gut. Dann gehen wir zum nächsten. Und der Abgang, den machen wir hier so. Upp. Hä, warum hat er jetzt den nicht? Machen wir es mal hier. Okay, das verstehe ich nicht, warum er jetzt den nicht erkennt. Probieren wir es mal auf der Seite hier.
Ah, jetzt hat er ihn erkannt. Okay. Egal. Hauptsache, der ist da glücklich. Nächster Bauernhof. Idealerweise hier so. Geil. Hat funktioniert. Und der hier, den machen wir gerade da bei der Kreuzung. Yes. Und der letzte. Ich würde sagen, auf der anderen Straßenseite, sofern er mich das überhaupt machen lässt. Na komm, ein bisschen schöner. Geil, funktioniert auch. Cool. Dann einmal die ganzen Sachen hier verbinden. Gleise. Da U-Bahn-Gleis. U-Bahn-Gleis mit Stromschiene. Ja, einmal so. Parallel Tracks brauche ich jetzt hier mal nicht. Das werden wir dann einfach mal doof hier hinziehen. Da machen wir es auf der anderen Seite. Ja, komm. Ist das richtig, was ich dann mache? Ja, ich glaube schon. Scheiße. Wäre natürlich jetzt schön gewesen, wären die da zusammen gewesen. Im Tunnel her. Aber ist eh egal, man sieht es nicht. Wir werden aber natürlich eine Mitfahrt machen. Und jetzt wird es noch spannend, ob wir hier auf den Hügel drauf kommen. Perfekt. Also hier drauf. Na Spiel, was sagst du dazu? Steigung zu groß. Ah, ich habe es mir fast gedacht. Wir könnten natürlich sagen... Wir sagen jetzt mal trotzdem bauen. Und dann schauen wir uns das mal an, wie steil das ist. Ah, nee. Ich voll Superheld. Hab die falschen Bahnsteige verbunden. Na, geh weg. Könnten wir eigentlich hier lassen, können einfach doch gerade wieder snappen. Sim bauen. Und dann nehmen wir hier mal das hier wieder. Komm, jetzt. Herrgott, nein. Komm, tu snappen. Du schaffst es. Okay, dann machen wir es von anderen Seiten aus, wenn es nicht geht. Trotzdem bauen. Vermutlich sagt er jetzt dann hier genau das Gleiche. Oh, Spiel. Dann ziehen wir halt von hier unten wieder rauf. Oh, das geht so gar nicht. Da kommen wir dann hier sogar raus. Das ist schlecht. Wir kommen da wirklich komplett raus. Das ist uncool. Ich würde da gerne maximal nach unten gehen, wenn es geht. Und Erdboden. Ach so, na, eigentlich brauchen wir jetzt hier einen Tunnel. Oder wir machen das Ganze hier höher. Das ist jetzt blöd. Und dann wieder hier so runter. Wir machen das jetzt mal so. Na komm, bitte machen wir einen Tunnel hier. Ah, das ist echt beschissen. Ansonsten lassen wir die Station da oben verbinden, das so. Ja, ich glaube, das ist schlauer. Das sieht sonst hier ein bisschen scheiße aus. Bahnhof, du kommst weg. Und ja, jetzt wird es natürlich super, hier die Gleise zu entfernen. Bla. Komm. Stellt euch mal vor, wie das in echt wäre, wenn man hier das alles schon baut. Okay, ich mach das hier mal weg. Und dann heißt es, oh ja, geht doch nicht. Haben das nicht ganz ausgemessen. Was? Ein Tunnel ist gar nichts. So, geht das jetzt? Ja, das geht. Okay. Und andere Richtung noch.
mit dem hier. Cool. Ah, da fehlt jetzt noch die Verbindung hier. Wham. Komm, komm. Perfekt. Und einmal so. Cool. Jetzt ist die Frage von unserer U-Bahn-Linie, wo wir hier das Depot machen. Wird vielleicht Sinn machen, wenn wir... Wenn wir hier vielleicht so raus vorne, dann machen wir hier so ein kleines Depot. Schauen wir mal, wie das funktionieren wird. Also einerseits brauche ich eine Verbindung von da nach da. Irgendwie so. Und dann machen wir hier so eine Circle Line. Einmal so in die Richtung, einmal so in die Richtung. Und bei dem Gleis hier gehen wir jetzt hier mal raus. Und ich möchte, dass du hier nur nicht auf dem Boden bist. Wieso machst du jetzt hier keinen Tunnel? Das ist jetzt dämlich. Komm, Tunnel bitte, Tunnel bitte. Dankeschön. So, und ab jetzt kannst du hier rauskommen. Auf eine schlaue Art und Weise. Und ich glaube, dich werden wir hier abreißen. Irgendwie so. Okay. Boah, das sieht jetzt mega beschissen aus. Nein, wir haben kein Tunnelportal. Ach. Okay, das Ganze hier mal wieder weg. Tunnelportal hätte ich gern. Sowas. Ist das möglich? Oder machen wir hier Stein? Ja, das machen wir hier mal so. Nice. Und dann, wenn wir hier das hier noch ein bisschen verschönern. Sieht so ein Scheiße aus. Okay, cool. Das passt. Und bevor ich jetzt hier dann das Depot baue, erinnert mir jetzt ein bisschen an... Shit, wie hat diese U-Bahn-Linie geheißen, was ich mir letztens gerade angeschaut habe? Fuck. Fällt mir gar nicht ein, was für ein Train Simulator rauskommen ist. Schau, später noch, fällt mir da rein. Okay, Gebäude. Ich brauche mal ganz kurz billiges Depot. Modernes Depot. Warum habe ich dich noch gar nicht gesehen? Mit Oberleitung. Cool, also mit dir werde ich noch irgendwas anstellen. Und dann werden wir jetzt hier mal die Linie basteln und machen eine kleine Testfahrt. Das wäre mal hier, hier, hier. Das ist die Line City U-Bahn. Metro. Counterclockwise. Gegen den Uhrzeigersinn. Und dann das gleiche nochmal im Uhrzeigersinn. Ah, warte mal. Auf welcher Seite hat er das jetzt gemacht? Okay, auf der rechten. Sehr gut. Dann machen wir hier mal genau das Gegenteilige. Das ist jetzt auf der anderen Seite. Nice, das Spiel ist schlau. Okay. Line City Metro. Counterclockwise müssen wir eigentlich so machen, gell? Werde ein bisschen mehr Sinn machen. Und dann schauen wir mal, was wir hier an U-Bahn-Wagen so haben. Einmal kaufen. Moment mal. Du hast doch bestimmt. Stimmt, ich muss mir gerade das Symbol immer wieder anzeigen lassen. Zwei Seiten, ja, dass wir gerade im richtigen drin sind. Zugkompositionen über London Underground. Nice. Unpainted. Bakerloo Line. Gehen wir mal mit dir. Der kostet 15 Millionen, also braucht man nochmal einen Credit.
glaube, das müsste reichen. Nice. Und du kommst auf die Counterclockwise. Bitte stürzt es nicht ab. Bitte, 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 bitte. Yes, danke. Cool. Dann schauen wir uns das jetzt mal hier an, was wir da gebastelt haben. Oh, du klingst aber komisch. Sollst du so klingen? Ich glaube, die hat einen leichten Audio-Bug. Klingt echt nicht so schön. Oder war das jetzt so beim Langsamfahren? Gehen wir mal hin. Das war jetzt irgendwie nur beim Langsamfahren. Okay, da schaut was raus. Okay, gehen wir mal rein. Aber das ist wenigstens jetzt so penetrant laut. Also wirklich schön wird es jetzt nicht werden. Wir haben die ganze Zeit hier so einen Tunnel. Ich glaube, eine Station schauen wir uns jetzt mal an. In 274 Leute, dann brauchen wir gar nicht mehr so viel Wagen hier. So, da ist die Kreuzung nach. Oh oh. Da war kein Tunnel. Das muss ich nochmal neu machen. Und so schaut die Station aus. Eigentlich recht langweilig. Okay. Cool. Sehr schräges Soundmodell. Ist ja cool. Da gibt es sogar so eine Ansage. Nice. Okay, wo ist der Tunnel da? Hier. Spiel, warum machst du sowas? Entfernen. Nach dem Autosave. Das ist dämlich. Gleise. Kannst du das? Ah, warum ist das so? Kann ich das vielleicht an einer anderen Stelle machen, dass du da im Tunnel bist? Nee. Ja, wie kriege ich da jetzt die Züge auf die andere Seite? Was ist, wenn ich sowas mache? Jetzt da rüberkommen. Ah, Spiel, du bist dämlich. Manchmal zumindest. Ach, das geht jetzt. Aber hier macht er. Hat er es hier wieder aufgemacht? Hey, das gibt's doch nicht. Okay, neuer Plan. Wir werden hier mal den Boden ein bisschen höher machen. Nach oben. So weit wie es geht. Okay, und probieren das jetzt nochmal. Bleib jetzt unten. Wow, hat funktioniert. Okay, dann können wir jetzt hier wieder abflachen. Oh, alles hier wieder schön runter. Soweit, wie es gerade irgendwie geht. Cool. Dann hätten wir das. Haben sogar den ersten hier schon drin. Das gefällt mir sehr gut. Holle die Waldfee. 68 Leute hier. Hier haben wir auch schon welche. Hier noch nicht. Hier auch schon ein. Damit ich sagen, schicken wir gerade den zweiten auf die Strecke. Falsches Depot, ich glaube, es ist die 8 gewesen. Diesmal mit der Lackier. Oh, jetzt hat wieder kein Geld mehr. Kann ich das da
Nee, es ist der ganze Zug. Kleinere Einheit wäre noch schön gewesen. Was haben wir denn sonst noch so an U-Bahn-Sachen? Momentan nicht sehr viel. Eine Class 421 könnte man noch mal hinschicken. Die Wiener U-Bahn könnte man noch hinschicken. Das ist gar nicht immer so blöd. Wird zwar nicht ganz so passen, aber warum? Wisst ihr was, das machen wir mal. Ja, nur weil es gerade witzig ist. Zuerst auf die Counterclockwise. Ah, aber jetzt ist doch das falsche Depot. Hä? Zugdepot 8. Okay, falsches Depot. Bitte einmal löschen. Ich möchte hier das da. Wieder U-Bahn. 1, 2. 2. Okay. Komm jetzt. Oh, Spiel. So, nochmal. Zuerst mal clockwise, damit er da auf dem Bahnhof reinfährt. Wobei, wie habe ich denn jetzt da die Gleisverbindung gemacht? Ah ne, den kann ich gerade direkt auf counterclockwise schicken. Sorry fürs Handy. Ah, den Zug hätte ich gern. Du bist jetzt neu. Komm. Glock. Na, Moment. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Counterclockwise haben wir zuerst schnell. Clockwise. Richtig gemacht. Fahrzeuge. Nur das da. Ja, ist richtig. Cool. Dann schauen wir uns mal die Wiener U-Bahn an. Nein, die Ost. Ja, ist noch schön gemacht. Gefällt mir. Ja, also warum auch nicht, ne? Kann man aber machen. Weil. Schaut, dass hier wieder so dumpf wird. Ob sich da das. Ob das wie bei der Tram ist, dass er dann jedes Mal das nächste Ziel hier anzeigt? Wollen die nochmal einfahren hier? Okay, das sieht wesentlich besser aus als wie vorher. Aber ist das wirklich clockwise? Ja, du fährst jetzt dann in die andere Richtung. Wie kann ich den Zug jetzt hier anfassen? So. Dann sind die Bahnhof 8. Ja, also ich werde mir da nochmal irgendwie was Schlaues überlegen. Auch der hat wieder einen speziellen Türsang gehabt mit dem Dödü. Sehr nice. Das nächste, was ich machen werde, ich werde hier mal so ein vereinfachtes Depot für die kleine Linie hier bauen. Es wird nicht groß sein, weil auch die Linie nicht groß ist. Aber hier so ein paar Abstellungen und irgendwie so ein Service Center, das kommt weg. Und das zeige ich euch, wenn es fertig ist. Also, bis gleich.
Okay, ich bin soweit fertig und das Depot hat jetzt nicht sehr viele Details. Also ich habe jetzt hier die paar Wagen hingestellt, die neue Wiener Metro hier. Ja, vielleicht machen die da irgendwie gerade Tests damit. Die 1972 Stock. Keine Ahnung, wo der hier her ist. Aber dachte ich, stelle ihn mal ab, auch wenn er mit Oberleitung hier eigentlich fährt. Also als Experiment, also hat es dann hier die Abstellung, da unten hat es die Abstellung. Glas Loaked Shunter. Zum ein bisschen rumrangieren. Und dann hat es hier hinten noch das Depot, habt ihr es ja gesehen. Gehen wir so ein bisschen Kurzzügen. Vielleicht mache ich da noch ein bisschen Deko hin, aber erstmal nicht, das lasse ich mal so. Ja, dann habe ich hier noch die Linie angepasst, dass die hier noch ein bisschen weiter runterfährt. Hier eine Buslinie, damit wir hier ein bisschen was angebunden haben. Und auch die zwei Stationen soweit. Invage sind von der anderen Station und ich habe hier die Straße noch erweitert, damit hier ein bisschen der Verkehr besser läuft. Mal schauen, ob das reicht. Und ja, das ist erstmal so. Ah, doch, nee, eine Sache habe ich jetzt ganz vergessen. Nämlich, ich habe bei der U-Bahn noch Signale eingebaut. Ich zeige euch das mal. Das sind auch U-Bahn-Signale. Das sind jetzt bei jedem Bahnhof, bei der Einfahrt und bei der Ausfahrt platziert. Braucht es eigentlich nicht, aber ich dachte, wir machen das mal. Cool, jetzt warten wir mal, bis der mal wieder abfährt. Ich fahre ein bisschen zu früh ab mit dem Sound. Soweit das Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bauideen habt oder sagt, hey, mach mal das etc., dann sagt es mal so in den Kommentaren, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, so Deutsch, lasst ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo, wer weiß. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Tschüss!